Bei euch zu sein. Danke, dass ihr diese Eissporthalle so warm schon gemacht habt in den ersten Songs. Vielen Dank, dass ihr zu dieser Boats Tour kommt. Vielleicht wissen es nicht alle, aber BOATS sind die Initialen für Based on a True Story.
Und diese Songs auf diesem Album, sie basieren alle auf wahre Geschichten, die das Leben so schreibt. Und ich finde, es gibt sehr viele schlechte Nachrichten, die wir immer wieder zu hören bekommen. Aber mit dieser Musik, mit diesem Album, wollte ich einen kleinen Reminder rausschmeißen in die Welt, dass es auch wahnsinnig viele gute Nachrichten gibt. Gute Menschen, gute Geschichten. Und ich liebe so Geschichten, wo so ein Mensch, der, wie soll ich sagen, so eher ja, schlecht unterwegs ist, sich zum Guten wendet. Und das habe ich in dem nächsten Song, Icon, vertont. Ich hatte vor vielen Jahren eine Begegnung in einem Gefängnis. Ich hatte einen Auftritt in so einem Gefängnis und am Ende des Auftrittes wollte einer der Gefangenen mir unbedingt seine Zelle zeigen. Und ja, ich habe dann auf dem Weg zur Zelle erfahren, dass er lebenslänglich bekommen hat, dass es ein Schwerverbrecher war. Er wirkte aber nicht so. Er hatte so einen langen, weißen Bart und sehr friedlich, sehr PC, sehr ausgeglichene Ausstrahlung. Und jetzt komme ich in seine Zelle rein und die war voll gestapelt, wie in so einer Bibliothek, mit Ikonen. Er ist irgendwie in dieser Zeit ein anderer Mensch geworden und hat angefangen, Ikonen zu malen, hat sein Leben sozusagen neu bemalt oder gemalt. Und ja, nachdem er seine 15 Jahre abgesessen hat, ist er sogar, glaube ich, nach Griechenland und ist in ein Kloster eingetreten, um da weiterhin Ikonen zu malen. Und das ist für mich so eine Story, die einfach Hoffnung gibt, weil es sagt mir, dass in jedem Menschen, auch die schlimmsten Verbrecher, irgendwo vielleicht versteckt, noch so ein Samen guten darauf wartet, wach geküsst zu werden. So here's Icon.